Tome, seit dem Sommer 2020 bist du bei GC. Du hast dich hier zum Stammspieler in der Super League etabliert. Wie fühlst du dich zurzeit bei den Hoppers? Ich fühle mich sehr gut. Es ist bis jetzt eine super Zeit, die ich hier habe bei GC. Ich bin am Geniessen. Wir haben eine tolle Mannschaft und ja, ich fühle mich wohl. Blicken wir zurück zu den Anfängen deiner Karriere. Du bist aufgewachsen im Aargau, hast deine ersten Fußballerlebnisse beim FC Rheinfelden gemacht. Wie bist du zum Fußball gekommen? Sprich, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Also ich war auch immer schon von klein auf immer Ball fixiert gewesen, ob es jetzt ein Tennisball war, Basketball oder Fußball. Ist mir glaube alles ein bisschen gelegen. Es ist dann einfach wahrscheinlich der Fußball geworden. Bin dann einfach zum nächstliegenden Verein gegangen und habe dort einfach mal angefangen zu shooten. Und so ist das dann eigentlich in Gang gekommen. Mit 11 bist du dann in die Jugend vom FC Basel gewechselt. Ist schon früher da gewesen, der Traum, dass man Profifußballer werden? Ja, ich einfach gewusst, dass ich sicher in den Jugendvereinen oder im Dorfverein vielleicht ein bisschen besser gewesen bin als die anderen. Und so ist dann sicher auch der Wechsel zum FCB gekommen. Dass ich dort schon auch Profi werden wollte, würde ich jetzt mal verneinen. Also ich habe jetzt dort noch nie die Ziele gehabt, mal Profi zu sein. Ich glaube, das ist dann erst später so U15, U16, U17. Ich glaube, erst dort merkt man dann langsam, in welche Richtung es gehen könnte. Hat man dann schon ein Gespür dafür, wo es hinführen könnte, ob es lang oder nicht. Und ich glaube, es war ungefähr so die Zeit, in der ich gemerkt habe, okay, es könnte vielleicht etwas gehen. Und dann, als ich den ersten Profivertrag mit 19 Jahren unterschreiben konnte, habe ich gewusst, dass ich auf diese Karte setzen kann. Du hast früh angefangen Fußball zu spielen, wie gesagt. Hast du noch andere Hobbys gehabt, neben dem Fußball? Ich habe noch Tennis gespielt nebenbei, aber das war auch vielleicht bis 13, 14 gewesen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich im Fußball ein bisschen besser bin, habe ich das auf die Seite gelegt. Ich gehe ab und zu noch Tennis spielen, aber nicht mehr so oft. Aber sonst Hobbys. Ich spiele gerne Ping-Pong, eben Tennis, so Badminton, so Sachen, ein bisschen, so polysportiv. Wo klein warst du, welche Vorbilder hast du? Ich habe vorhin immer Ronaldinho-Videos geschaut auf YouTube. Als ich dann etwas älter geworden bin, war es der Messi. Kommen wir zurück zu GC. 2020, wie gesagt, bist du dann nach Zürich gewechselt. Was war der Grund für den Entscheid? Wieso GC? Ja, ich habe ja schon in der gleichen Liga gespielt wie GC, dort noch in der Challenge League bei Wiel. Wir haben dann natürlich auch gegen GC gespielt und dort habe ich halt gemerkt, dass GC das Nummer 1 ist in der Liga. Und wo ich das Angebot von GC bekommen habe, wo ich in Wiel war, habe ich nicht lange überlegen. Wie hast du dich eingelebt in den ersten Monaten bei GC damals? Recht gut. Also es war nicht so einfach, weil natürlich halt der Umbruch war mit den vielen Transfers, die sie gemacht haben. Aber wir haben, seit ich bei GC bin, immer jedes Jahr eine coole Mannschaft mit guten Typen, die es einem sehr einfach macht, eigentlich, sich einzuleben. Von dem her war es kein Problem. Nachdem du ein Jahr dann mit GC in der Champions League gespielt hast, bist du ein Teil der Aufstiegsmannschaft gewesen. Was ist so dein Rückblick oder was denkst du zurück, wenn du an den Aufstieg denkst? Ich denke an die letzten Minuten gegen Kriens daheim. Das wird mir glaube ich für immer im Kopf bleiben. Es war wirklich extrem spannend gewesen. Wir wollten es nicht spannend machen, aber es ist so gekommen, wie es kommen musste. Wir sind aufgestiegen und ja, ich glaube, die letzten Minuten dort im Letzi gegen Kriens und nachher draußen außerhalb des Letzi mit den Fans feiern, ich glaube, das bleibt mir für immer. Welchen Stellenwert hat der Erfolg in deiner Karriere? Ich würde sagen, bis jetzt der grösste. Weil ich natürlich auch einen grossen Anteil habe, bedeutet es einem mehr als jetzt zum Beispiel der Meistertitel oder Göpsig mit dem FCB. Mich gewichtet GC-Aufstieg eigentlich als Nummer 1. Du hast dich schon vorher bei GC etabliert, nachher noch mehr, dann in der Super League. Du hast unter anderem im Derby ein Goal gemacht. Du bist jetzt letztes Jahr zum Spieler der Saison gekürt worden von den Fans. Was bedeutet solche Erfolg für dich? Ja, natürlich auch persönlich extrem wertvoll und bedeutet mir auch viel, dass Fans auch einen akzeptieren, dass sie einen schätzen. Ja, ich glaube, mit so etwas kann man sich den Rucksack füllen und das macht einem nur stärker. Und wenn man weiß, dass die Fans hinter einem stehen, macht das natürlich Spass und
ja, so kann es eigentlich nur weitergehen. Du hast die Mannschaft auch schon als Captain auf dem Platz angeführt. Wie siehst du deine Rolle innerhalb des Teams? Sie ist glaube ich, seit ich zu GC gekommen bin, sicher gewachsen. Ich bekomme sicher immer mehr Verantwortung, ich spüre das auch. Ich glaube, ich zahle das auch recht gut aus. Es klappt mir auch nicht immer. Aber wenn ich meine Rolle beschreiben müsste, ist es wahrscheinlich so zwischen Amir und den etablierten Spieler. Ich habe das Gefühl, dass ich auch den Jungen wahrscheinlich viel helfen kann. Wenn der Amir ihnen vielleicht mal etwas sagt, wo sie vielleicht nicht so aufnehmen als Hilfe, weil er vielleicht extrem laut ist oder sie das nicht können so verarbeiten können, wie ich das Gefühl habe, es sollte rüberkommen, dann gehe ich sicher auch schnell zu ihnen und sage ihnen, dass er vielleicht das nicht so gemeint hat, wie du jetzt das denkst, sondern dass wir eigentlich nur helfen wollen, ihnen das so klar machen. Aber ich probiere einfach sicher jedem zu helfen, wenn irgendein Problem ist, sicher für einen da zu sein. Und sicher auch die jungen Spieler, sie probieren auch zu etablieren und in die erste Mannschaft aufzunehmen. Schauen wir auf die aktuelle Saison. Was sind die Ziele für die Rückrunde? Ja, ich würde sagen, wir sind nicht von den Punkten her klar. Die Platzierung ist jetzt momentan noch nicht so gut. Aber wir sind von den Punkten her nicht weit weg von den europäischen Plätzen. Und das sollte auf jeden Fall unser Ziel sein, dass wir dort reinkommen. Wie sieht es mit den längerfristigen Zielen aus mit GC? Du hast bis 2024 einen Vertrag. Ja, wenn alles nach Plan läuft und das eintrifft, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir nächstes Jahr vielleicht europäisch spielen können und dass wir dort vielleicht irgendein Ausrufezeichen setzen können, das wäre sicher cool. Ja. Du bist 24, immer noch sehr jung. Was sind deine Ziele allgemein in deiner Karriere, in deiner persönlichen Karriere? Ja, im Fußball ist es immer schwierig zu sagen, wo es hingeht. Aber ich würde sicher gerne mal in eine grosse Liga wechseln wenn, und mich dort zeigen oder mich probieren durchzusetzen. Und das ist sicher eines dieser Ziele. Und vielleicht mal eine andere Kultur zu sehen oder vielleicht ein anderes Land, das würde mich sicher irgendwann mal reizen. Ja. Ist eventuell einmal die Schweizer Nazi mal ein Thema oder ein Ziel von dir? Ja, ich glaube, die Schweizer Nazi ist von jedem ein Ziel, das die Ansprüche hat, auf hohem Level zu spielen. Ich glaube, es hat schon mal ein paar Schlagziele mal gegeben, dass es vielleicht länger könnte oder nicht. Aber ich mache mir hier keinen zu grossen Druck. Wenn es langt, würde es mich unglaublich freuen. Und sonst schaue ich einfach immer, dass ich weiter hart arbeite. Schauen wir einmal schnell auf die aktuelle Mannschaft. Wie ist es mit so einer vielfältigen Truppe zu arbeiten und welche Stärken kann man daraus ziehen? Ja, also ich glaube, dass jeder aus seinem Kulturbereich oder von dort, wo er herkommt, das mitbringt, was sie dort stark macht oder auf was sie schauen. Und ich habe das Gefühl, wenn jeder von etwas mitbringt, was einem dort auszeichnet und das zusammenkommt, habe ich das Gefühl, dass das schon eine Stärke ist, dass man auch von den anderen Kulturen etwas lernen kann oder mitnehmen kann oder auch sich etwas davon abschauen kann. Und darum habe ich das Gefühl, ich schätze das als Stärke für uns, dass wir so vielfältig sind und so viele Kulturen bei uns haben. Du hast gesagt, die Stimmung im Team ist sehr gut. Ihr unternehmt viel neben dem Platz auch. Wer sind so deine besten Kollegen im Team und was machen die genau? Also, jetzt einfach einen rauszupicken ist schwierig. Aber egal wo wir sind, in welchem Hotel, eigentlich sind wir immer mit dem Mimi Demaschei. Er ist sicher einer von denen. Ich mache auch viel neben dem Platz mit dem Giotto, mit dem Petti, Bola, Herz, Dadaschow. Das ist so ein bisschen die Gruppe mit dem Amir. Bin ich viel in Kontakt. Aber ich verstehe mich auch mit der Portugal Connection recht gut. Das sind alles super Typen, wo man immer mehr über den Lauf der Monate mehr ins Gespräch kommen. Also eigentlich alle, aber eben den Kern, den ich vorher gesagt habe, das ist vielleicht mit denen verstehe ich mich am besten. Also.